Und? Fühlen Sie sich noch so richtig vertreten von den Parteien? Sind Sie noch Ihr Sprachrohr? Hallo, hallo, hallo. Kannst du mich hören? Wunderbar. Markus Hausberger und Corbinian Urban aus Eichenau finden nicht so ganz. Wir sind frei von Ideologie, frei von Parteiprogrammen, sondern wir können uns wirklich darauf fokussieren, was ist den Bürgern vor Ort in Eichenau wichtig. Parteilos und unabhängig, ganz klar. Ja, in Eichenau hat sich eine parteilose Bürgerliste gegründet. Klar, keine Breaking News oder so, aber sowas ist gerade echt im Trend. Es ist ja so, früher war Bayern gefühlt einfach schwarz. Gut, mit ein paar roten Sprengseln in den großen Städten. Dann kam noch etwas AfD-Blau dazu. Und jetzt? Wird die politische Landkarte immer farbloser? Oder besser neutraler? Parteiloser? Professor Norbert Kersting sagt, das Phänomen parteilose Bürgerlisten ist tatsächlich ein Trend. Wir sehen ganz viele Kandidaten, die auf einmal sagen, ich versuche das einfach, ich trete gegen die Etablierten an und die auch gewinnen. Das finde ich ist ein sehr spannender, interessanter Trend, weil es auch zeigt, wie offen das System ist. Markus Hausberger war früher bei den Grünen. Dass er jetzt kein Label mehr hat, macht es leichter, mit Wählern ins Gespräch zu kommen, weil sie den Parteienzank oft satt hätten. Aktuell ist die Wahrnehmung, dass da viel Konfrontation eher vorhanden ist, dass wenig miteinander passiert und das sorgt für Unmut. Ja, konstruktive Zusammenarbeit. Das große Sprücheklopfen. Gibt's auf Parteienebene. Das Nein zu Ihren Vorschlägen. Momentan eher selten. Schwarz-Grün ist ein No-Go. Wie ein Kind im Sandkasten. Der große Feng Shui-Moment wird wohl nicht mehr kommen. Und wie in Eichenau tauchen immer mehr parteilose Flecken auf der Bayernkarte auf. In Wessling planen die Freien Wähler, sich von Aiwanger loszusagen und unabhängig zu werden. In Hohenberg in Oberfranken hat sich gerade eine neue Bürgerliste gegründet. Und in Nenzlingen in Mittelfranken war es nie anders. Also der erste ist der Zorro und dahinter ist der Olaf. Bäuerin Christiane Müller kennt sich aus mit machtbewussten Leitbullen wie Olaf eben. Der Chef will ja hier alles für sich behaupten, aber er hat natürlich auch Gegner, die ihm das Leben auch schwer machen. Aber er sucht die Öffentlichkeit, der Olaf. Parteipolitische Leitbullen gibt's hier in Nenzlingen nicht, weil es keine Parteien gibt. Und ohne Parteidisziplin fällt zumindest schon mal ein Grund für Streit weg. Ich bin auch in keiner Partei. Wir sind ja heutzutage wenig so, in dem sagt entweder komplett die Variante oder die. Und dieser Mittelweg, der fehlt irgendwo. Aber der ist irgendwo out. Also das ist irgendwo out. Aber da muss ich sagen, ich bin oldschool. Obwohl ich gar nicht so alt bin. Bei der Kommunalwahl gibt es hier nur unparteiische Bürgerlisten. Eine für den Hauptort und eine für die drei Ortsteile. Ein ungeschriebenes Gesetz. Also ich kenne es nicht anders. Ich denke, das war schon immer so. Auch von Älteren habe ich noch nie was anderes gehört. Dieses ganze Parteigeplänkel, das ist halt bei uns ausgeschlossen. Gut, in der Lokalpolitik geht's halt um Sachfragen wie Kanalausbau, ein neues Jugendzentrum. Da ist Parteipolitik nur im Weg. Aber wäre das nicht auch was im größeren Rahmen, im Bund? Grundsätzlich den Gedanken finde ich gut. Wenn Sie dann über Ihre Fachkenntnisse, Ihre Kompetenzen, Ihren Job gut machen, finde ich sogar besser, als wenn es nur die Parteileute sind, die sich mit Ellbogen hochgekämpft haben. Gar nicht so verkehrt, wenn das vielleicht neue Ideen reinbringt. Aber bei den großen Themen, gibt's da wirklich den einen pragmatischen Weg? Ist Atomausstieg pragmatisch wegen Fukushima und so? Oder doch eher mehr Atomkraft? Wegen Klimawandel? Mehr Grenzkontrollen oder mehr Freizügigkeit? Professor Kersting sagt, am Ende klappt sowas halt doch nur im Kleinen. Es ist natürlich auf nationaler Ebene ungleich schwerer, sich da zu organisieren. Ich glaube, selbst wenn man Parteien, die nationalen, abschaffen würde, würden sich neue Organisationen bilden, die dann im Grunde genau die gleichen Funktionen haben. Trotzdem steht der Trend im Lokalen schon für Veränderungen im Parteiensystem.
meinen auch die Eichenauer. Ganz einfach gesprochen, links, rechts hat sich meines Erachtens auch auf eine Art und Weise überholt. Ebenso die ursprünglichen Parteilager. Im Bund führt der gleiche Trend halt eher zu immer mehr Parteien. Mehr Durcheinander.